Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt eine Woche ist vorbei. Entschuldigung für den Aschenbecher, ich weiß. Sollte nicht ins Bild. So, wir haben Tag 7, eine Woche ist vorbei. Ich wollte das mal ein bisschen nutzen. Also ihr seht ja, was ich da jetzt hier geholt habe. Das ist, was ich jetzt zum Futter hole, Bruder, falls er das hieß. Der hat mir gesagt, da soll ich die jetzt schon mal langsam dran gewöhnen und fertig. Ich meine, Leute, ist ein Hund. Ja, yeah. Das kann man. Steht hier. Ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen härter oder sowas oder altmodisch, aber das ist ein Hund. Ja. Mehr ist das nicht. Ich kaufte so eine Tüte. Die ist so eine Tüte hier. 10 Euro hat das gekostet. 10 Euro und die ist schon fast leer. Also billig ist es nicht. Also falls ihr denkt jetzt hier, aber. Gib euch ja. Ja, also wie gesagt. Gib euch ja, Minina, mi bonita, mi cariño, mi amor. Minina, Okay, bonita. Also die kratzt sich noch wegen den Wunden. Die hat natürlich noch voll mit Wunden. Aber die ist zeckenfrei. Die hat natürlich die Wunden noch von den Zecken, die sie hatte. Die war ja so übersät. Ja, also ich will das nutzen, nochmal erklären, wie ist das hier passiert mit dem Hund überhaupt. Das habe ich ja irgendwie überflogen. Eine Woche. Hundi jetzt bei Daddy. Ja, also wie gesagt, ich habe gehört halt eben abends schon, also nachts, ich werde nachts wimmern und hin und her und habe halt gedacht, es ist ein Hund draußen. Aber ich habe schon gehört, dass das halt sehr nah ist. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist, keine Ahnung, ja, vom Nachbar, der Hund hat sich ein bisschen hier rein verfangen. Aber wir sehen ja, dass, die haben auch kleine Hunde und wir sehen hier bei mir das Tor, das ist ja, hat ja ziemlich Spalten. Ist also frei da und dann ist er wahrscheinlich hier durch und was weiß ich was und bellt hier und da ich mir gedacht, komm, der Nachbar wird schon selber kümmern, jetzt holen die Tür, ist bei uns hier immer offen, ja, dass wenn was passiert oder sowas, ja, kannst du ja nicht selber einschließen, was passiert, gut, no, genau, die rafft es, no, I know. Al Cable, no? Entschuldigung, dass ich die jetzt anmecke, aber im Buch steht drin, dass man die ruhig mal auch anmeckern soll. Dass sie auch checkt, was sie darf und was nicht. No? Ich glaube, der ist gar nicht unter Strom, der Kabel, aber trotzdem. No? Ja. Da steht, man soll ihr schon richtig zeigen. Nein und ja. Ja, seht ihr, die probiert es als Zweite. No. Al cable no. No. Weiß nicht, ob ich da lauter, keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Manche Sachen muss ich da echt 20 Mal muss ich die anschimpfen. Und das geht mir voll ins Herz. Das will ich nicht, aber was soll ich machen? Vielleicht mal Tracht Prügel, ne? Vielleicht steht die ja da drauf. Ja, nee. Bisschen Spaß. Also, wie gesagt, dann bin ich halt morgens runter und dann mache ich die Tür auf und die steht da. Also ich mache die ganz langsam auf, ich dachte, der Hund ist da irgendwo echt in der Nähe. Und nix. Mach die Tür wieder zu und höre das Wimmern, dreh mich um und sehe da auf einmal den Hund vor mir im Haus. Denke mir, was geht denn hier ab? Also nicht, dass ihr denkt, der wurde dahin gezaubert. Nein, der ist natürlich, die Tür war offen, ist irgendwie rein, hat sich versteckt, klar. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich habe hier Hallos. Aber trotzdem, ja.
Und jo. Was ich an der Stelle sagen will, ich bin ja ziemlich islamkritisch. Vielleicht darf ich das auch mal hier gerade nutzen. Also der Hund ist ja schwarz. Ja, stellt euch mal vor, ich wäre Muslim gewesen. Also mal vorweg, dass ihr es gleich versteht. Mohammed sagt, die Hunde sind eine Community. Die Gelben, die Weißen und die Schwarzen. Oder die Weißen und die Gelben und die Schwarzen. Sind eine Community. Community bedeutet Gemeinschaft. Gemeinschaft existiert nur, ja. Also bei den Tieren sagt man eigentlich eher, also bei den also Rudel, ne, Mohammed, also das ist ein Rudel, aber keine Gemeinschaft. Verstehst du, Gemeinschaft, das haben nur wir Menschen. Ja? Verstehst du das, Mohammed? Achso, nee, du bist ja tot, Entschuldigung. Kannst du ja jetzt nicht mehr verstehen. Und er sagt, obwohl er sagt, es ist eine Gemeinschaft, sagt er, wir sollen die schwarzen Hunde töten, denn in ihnen sind Dämonen drin. Die sind, also in schwarzen Hunden sind Dämonen drin. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre Muslim. Ja, und es wäre mir passiert. Stellt euch mal vor, ich wäre Muslim. Ja. Ich drehe mich um im Haus und sehe den Hund da. Wisst ihr, was passiert wäre? Wisst ihr, was passiert wäre? Ich hätte gerade wieder eine 180-Grad-Drehung gemacht. Ja. Wäre gegen die Tür gelaufen, ja, gegen die geschlossene Tür. Also ich hätte erstmal so einen muslimischen Schrei abgelassen. Eine 800-Grad-Drehung gemacht, 180-Grad-Drehung gemacht, gegen die Tür gelaufen und erstmal mich selbst K.O. gemacht. Situation A. Situation B. Ich hätte mich umgedreht. Ich hätte den Hund gesehen. Ja. Ich hätte einen muslimischen Schrei gemacht. Und hätte einen Herzinfarkt bekommen, wäre gestorben. Situation C. Situation C. Ja. Wenn du ja so ein Gläubiger bist, dann glaubst du ja echt alles. Dann glaubst du ja echt alles in der Religion, was dir gesagt wird. Dann glaubst du natürlich auch, da ist jetzt ein Hund mit einem Dämon inside. Weißt du, was ich meine, Alter? Das musst du dir mal reinhauen. Also Situation wäre das gewesen. Hätte geschrien, ja. Hätte aber noch überlebt oder was weiß ich was. Ja. Der hätte den Schock überlebt. Wäre hier rausgekommen, wäre hier hingelaufen. Hätte den Hund gerufen. Ja. Dann hätte ich mir gesagt, den oder den. Den oder den. Ist ja ein Dämon. Wollen wir den ein bisschen mehr quälen? Mit dem dauert es bestimmt länger, bis der stirbt. Nimm den. Mit dem geht es zu schnell, ne? Hätte ich hier den genommen, dann hätte ich gemacht so. So. Ja. Das wäre ein richtiger Moslem dann. Ich zeige euch jetzt mal, was ein richtiger Moslem ist. So, und jetzt mal für 2 Minuten Moslem, okay? Gott sei Dank ist das Tier ja dumm und denkt, das ist ein Spiel, neues Spielzeug. Oder ich habe irgendwas vor. Ja, guck mal. Ja, ist so dankbar und alles, ja? So dankbar und lieb und alles. Aber ich bin ja Moslem, ich muss gehorchen, was mir Mohammed sagt, wenn ich ein echter Moslem bin. Also wenn ich ein echter Moslem bin. Ja? So, jetzt liegt es ja schon gut da. So. Zeige ich euch mal, was ein Muslim ist. 1, 2 und bumm. Ja? Und tot. Stellt euch also, ist jetzt eigentlich tot. Ne? So, ist ein schwarzer Hund, versteht ihr? Mohammed sagt, tötet die schwarzen Hunde und die sind dämonisch. In ihnen ist ein Dämon. In ihnen sind Dämonen drin. Ja? Versteht ihr das? Versteht ihr, meine lieben Freunde, warum ich gegen den Islam vorgehe? Ja, checkt ihr das endlich. Mann. Hm? Soll ich es wirklich tot haben? So ein Hund kostet mich 5 Euro oder ich klaue den was weiß ich wo. Ja, habe ich wieder einen neuen. Hm? Soll ich euch mal zeigen? So, dass ihr wirklich mal wach werdet. Reicht euch das nicht? Reicht euch das hier nicht? Hm? Soll ich dir mal den Kopf jetzt einschlagen? Dass ihr wisst, was ihr da folgt. Hm? Mann, Moslems, echt.
Ich bitte euch. Dann versteht ihr mich endlich und die Leute, die gegen diese Lüge vorgehen. Warum versteht ihr das nicht? Also alle Moslems, die ihr da draußen seid, und Hunde habt in Deutschland, ihr dürft gar keine Hunde haben, Hunde sind unrein. So. Ihr müsst sie töten. Sagt Mohammed, die Schwarzen nur. Nur die Schwarzen. Ja, weil ich sehe gerade, in Deutschland werden überall Hunde umgebracht, sehe ich in den Nachrichten. Ja, und die kennen ihre eigene Religion nicht. Die töten über die Weißen und die Gelben. Und Mohammed sagt nur die Schwarzen. Hm? Ihr kennt eure eigene Religion nicht, Muslime. Ja? Psst! Wen? Que pasa, Lanat? Que pasa? Que pasa, Kulanina? So. Wie gesagt, tut mir leid. Ich werde jeden Moment nutzen, was mich an den Islam erinnert, dagegen vorzugehen. Ob ihr wollt oder nicht, da sterben Menschen da draußen, versteht ihr? Da sterben Menschen da draußen wegen einer Lüge. Wegen einer abgefuckten Lüge sterben Menschen da draußen. Ja. Guckt euch bitte meine Videos in YouTube an. Ja, Islam wird untergehen. Und so weiter, die Reihe. Ich mache jetzt eine riesengroße Reihe darüber. Bitte guckt euch diese Videos an. Da geht es um Themen, die viele schon wissen, aber ich tue das alles tiefgründiger ergründen. Nochmal tiefgründiger. Ja, um die Seele auch wirklich zu erreichen, den Verstand. Ja, nicht nur einfach den Islam kritisieren, nö, suche dies, das, wie das ja viele machen. Ja, wirklich tiefgründiger das alles nochmal analysieren. Ja. Menschen das ein bisschen besser verstehen, an was sie da glauben. Ja, weil einfach nur kritisieren, das kann ja jeder. Aber willst du so einen Geisteskranken erreichen? Ja. Einen Geisteskranken erreichst du eh nicht, der hat sich für den Müll entschieden, ja, und dem gefällt ja das alles, was da drin steht, so funktioniert der Islam, ja. Versteht ihr das endlich? Wir haben sehr viel Müll auf der Welt. Und diese Religion ist extra für diesen Müll erschaffen, versteht ihr das? Darum funktioniert der Islam. Ja. Ein Moslem darf Moslem nichts tun. Das heißt, da kann ein Geisteskranker rumlaufen, ja, und schwarze Hunde töten und die machen dem nichts. Der läuft rum und tötet weiter. Tötet alle schwarzen Hunde, die machen dem nichts. Ja. Gibt es kein Tierschutzgesetz, gibt es keine Tiermoral, gibt es nichts. Ja. Der Volk Mohammed ist ein echter Moslem. Die Leute feiern den dann noch. Ja. Boah, ich habe 233 Hunde, schwarze Hunde schon getötet. Maschallah, Maschallah. Alhamdulillah, Inshallah. Mann. Nee, ich lache euch nicht aus. Ich lache diese geistig Behinderten aus. Ja, weil jeder, der von euch auf Play drücken kann, auf einem Video, der hat ja ein bisschen Verstand, ja, und das hier angucken kann. Die können wahrscheinlich nicht mal auf Play drücken, auf so ein Video. Ja. Also keine Sorge, ihr seid wahrscheinlich nicht damit gemeint. Also Leute, ja. Denkt ein bisschen nach. Und ihr Feiglinge da draußen, ja, hört auf zu schweigen, macht endlich euer Maul auf. Da sterben Menschen, ja, wegen einer Lüge. Wegen einer Lüge sterben Menschen. Ja, und ihr macht das Maul nicht auf. Wir sind doch hier in Europa, Mann. Wir sind in Europa und nicht eine Woche und was machst du? Hm? Sagst du nicht mal Hallo zu deinen Fans? Hm? Du wirst ganz, ganz viele schwarze Hundeleben retten mit diesem Video. Du wirst jetzt ganz, ganz viele schwarze Hundeleben retten mit diesem Video. Du wirst viele Muslime aufwecken. Sagen, ich lehne den Islam ab. Ich will keine schwarze Hunde töten. Das will ich gar nicht. Das kann gar nicht von Gott sein. Ja. Wenn der Hund, schau mal, der Hund ist jetzt eine Woche bei mir. Wenn der ein Dämon wäre, ja, Moslem, wenn der ein Dämon wäre, ich wäre jetzt schon verrückt. Ja, der hätte mich, vielleicht bin ich schon, aber wenn dann schon vorher, okay. Aber ich wäre dann schon verrückt oder der hätte mich zum Selbstmord getrieben oder der hätte mich irgendwas. Das ist kein Dämon. Das ist kein Dämon. Schau dir das mal an. Ist das ein Dämon-Muslim? Ja? Geh auf die Knie. Jetzt, ich sage dir. Geh jetzt auf die Knie. Ja?
mach das Lippenbekenntnis, dass du Jesus Christus annimmst. Ja? Heule, weine und applaudiere Jesus Christus und dem Herr, dem Vater im Himmel. Ja? Und bitte ihm um Verzeihung. Sag, wie konnte ich nur daran glauben? Ja? Dass in dem Hund hier ein Dämon ist. Boah! In mir ist ein Dämon, aber nicht in dem. Ja. Das soll, wenn das ein Dämon wäre, der würde mich auslachen, wenn ich das mit dem mache. Dann wacht immer auf, Mussel. Ja, muss man schon hier den Idioten machen, damit ihr aufwacht oder was. Du wirst ganz viele schwarze Hunde retten. Ganz viele schwarze Hunde wirst du retten mit diesem Video. Ja, und viele Moslems wirst du zum Christentum bringen. Ja. Genau. Und wir haben auch einen Namen für sie, da sie mir der Himmel geschickt hat. Der Himmel hat sie mir geschickt und inspiriert mich. Inspiriert mich beim Wort. Ja. Muslime von ihrer Lüge zu befreien, habe ich sie Sky genannt. Mein Bruder hat mir damit auch ein bisschen inspiriert, dass sie den Namen finden. Ja. Der Himmel hat mir sie geschickt. Also nenne ich sie Sky. Du kommst vom Sky, vom Himmel kommst du geschickt. Nicht du selbst, sondern du wurdest vom Himmel geschickt. Stimmt's? Stimmt's? Hütchen. Sehr schön. Sehr brav. Komm, anderes Hütchen. Anderes Hütchen. Anderes Hütchen, das muss ich dir noch beibringen. Ist ja noch klein, ist ja noch ein Baby. Ist ja noch ein Baby. Baby, die beißt noch zu fest hier, verdammt. Aber ich will hier nicht die Lippen. Wie sagt man beim Hund Lippen? Will ich dir denn vor die Zähne machen, dass sie sich selbst wehtut, dass sie so lernt? Das will ich noch nicht machen, die ist noch zu klein. Kein Bock, dass sie nach einer Woche schon denkt, hier, ich tue ja weh. Ich könnte die auffressen, die ist so süß, oh mein Gott. Also schaut euch meine Videos an, checkt endlich mal, Islame, Muslime, ich bitte euch, die Welt da draußen, verdammt nochmal, die Welt da draußen, die geht zugrunde wegen dem Islam, Mann. Ihr ruft die Endzeit herbei, ja, mit eurem Müll, ihr, die katholische Kirche, das Atheismus, nicht nur ihr Muslime, ja, der Atheismus, die katholische Kirche, die falsche evangelische Kirche, ja, Satan natürlich, ja. Steht ihr? Oder die hat einen Purzelbaum gemacht, ich weiß es nicht, das hat sie gestern schon gemacht. Das wird ein Clown hier, mein lieber Mann. Das wird ein Clown. Also Leute, versteht mich bitte, warum ich dagegen vorgehe. Ja? Wenn ihr tierlieb seid und euch die Menschen scheißegal seid, dann, ja, ich benutze alle Mittel und alle Wege, euch aufzuwecken. Ja? Sogar Hunde. Ja? Nächstes Mal kommen Bäume dran. Und Steine. Ja? Moslem, ja, selbst der Stein und der Baum werden rufen. Moslem, hinter mir ist ein Jude versteckt. Komm her und töte ihn. Ja. Versteht ihr? So Leute, also eine Woche ist vorbei mit dem Hundi. Ich bin überglücklich. Wie eine Freundin gesagt hat, auf dem Kommentar, es sollte wohl so sein. Oh ja, es sollte wohl so sein. Der Hund hilft mir in meinem Weg, den ich eingeschlagen habe. Er wird mir helfen, Muslime von der Lüge zu befreien und zu Jesus zu bringen. Da hast du ganz, ganz recht, Rebecca. Das sollte wohl so sein. Also Leute, betet für meinen Hund, betet für mich. Ja. Es gibt Menschen da draußen, die riskieren ihr Leben für euch, damit ihr eure Fresse halten könnt, damit ihr Würmer schweigen könnt, ja, ihr Angsthasen.
Also betet gefälligst wenigstens für mich und supportet uns. Ja? Das haben wir wirklich, das brauchen wir wirklich, die Gebete. Ja? Die Gebete schützen uns, der Heilige Geist, der schützt uns. Wenn ihr das wollt, der Vater ist in mir, ich bin in euch und der Heilige Geist ist in euch. Ja? Betet für uns. Wir sind es, die für euch den Kopf hinhalten. Ihr schweigt, ja, und wir müssen dafür doppelt laut sein. Wir müssen dafür doppelt laut sein, weil ihr schweigt, Geschwister. Hm? Also, betet für uns zwei. Haut rein.